Und da sind wir wieder mit Bloodstained Curse of the Moon. Wieder in der fünften Stage. Mit diesen ekelhaften Viechern. Und ja. Ach, ich hab doch getroffen. Komm. Na, diesmal würde ich den Weg probieren. So, jetzt holen wir uns aber das Leben. An dich komme ich ran, das ist gut. Noch ein Leben. Okay, du schmeißt mir einen Tick zu weit. So. Nice. Der Zwischenboss wieder. Aber ich habe ja Gebel. Ja, die Eisattacke von Alfred habe ich jetzt leider nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Upgrade versteckt war. Na, Hauptsache Punkte. Die bringen mir auch und mal. Ach ja, stimmt, da war ein Hard Upgrade. So. Aber das haben wir noch mal mitgenommen. Warte mal, was ist da? Hier ist ein fucking Abgrund. Okay. Dann weiß ich jetzt, wohin ich nicht mehr gehen werde. Okay.
Okay, dann wird's jetzt wieder mit Alfred gecheased. Unseren supergeilen Boss da. Oh ja, der macht einen auf Storm Eagle. Oh, warum müssen die Bosse immer ihr Moveset ändern? Okay. Das sieht gerade echt schlecht aus. Ich will einfach ducken. Okay, die linke Seite ist auf jeden Fall besser. Okay, das wird schlecht. Scheiße! Aber wir haben doch einen Checkpoint kurz vorm Boss. Also sollte das eigentlich klappen jetzt? Boah, das wird ein schlechtes Unterfangen gerade. Storm Eagle, docken. Okay,
Yes! Nö. Okay, ich werde mein Bestes versuchen, um das eine Level noch zu schaffen. Ansonsten geht's halt im nächsten Part weiter. Dann habe ich schon wieder zwei Parts aufgenommen für heute. Aber das Level ist doch so kacke, ey. Tragedy of Slaughter. Mal wieder. Okay. Da haben wir die Gloves. Jetzt gehe ich mal unten lang. Damit wir noch was anderes sehen. Okay, das sieht schwer, aber nicht unmöglich aus. Aber jetzt nehme ich auf jeden Fall alles Punkte, was geht mit. Okay, da haben wir den Ice Golem wieder. So. Und die Gegner immer schön brav von unten erledigen. Das habe ich ja unter anderem in Castlevania 4 gelernt. Also ein Spiel, was ich nochmal re-let's playen möchte. Aber jetzt nicht sofort, aber irgendwann. Kriegt das auch noch einen vernünftigen Anstrich. Oh! Wenigstens wurde ich nach rechts geboostet. Dann eben so. Na, komm mal her. Na gut, dann landen wir eh wieder hier hin. Oh, ich hasse die Viecher. Ich weiß nicht. Geh mal da lang. Diese Viecher sind aber auch echt gemein.
Okay, dann lande ich hier. Okay, der wackelt. Toll. Okay, da sind gleich zwei, die wackeln. Da wackelt der nächste. Alter Mann! Scheiße. Ah, okay, dann lande ich hier. Aber die kriege ich ja wenigstens easy besiegt. Aber ich renne trotzdem weg. Weil es Spaß macht. Na, okay. Das ist diese Waffe. Aber das ist besser. Zack. Warte mal, ich könnte doch damit den Typen von oben erledigen. Nee, kann ich nicht. Na, klasse. Muss wieder diesen Umweg im Kauf nehmen. Was haben wir hier? Na, okay. Wieder den komischen Bumerang. Okay. So schnell kann man die also besiegen, mit Miriam zumindestens. Damit schaffe ich den Boss? Nee, never. Ja. Leben verloren. Oh, beide Fledermäuse getroffen. Und das Leben haben wir uns zurückgeholt. Tschüss.
So, man haut ihn auf die Fresse und dann haust du nochmal drauf. So schnell kann man den besiegen. So. Ich glaube, ich bleibe einfach bei dem Ding. Ja, komm mal her, du olle Blutgräfin. Ich mochte dich in Ritual of the Night schon nicht. Da war sie sogar noch viel schlimmer. Scheiße. Yes! Fahr zur Hölle! Ja, komm, triff mich. Oh, dieser Part war jetzt die Hölle. Aber es kommen ja nochmal zwei Level. Und ich weiß gar nicht mehr, wie schlimm die waren auf Nightmare. Aber das Zusatzlevel weiß ich, das wird schlimm. Aber bei dem bin ich jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber an der Stelle werde ich den Part beenden. Ach ja, hier gibt es noch ein anderes Feature. Using this ability will return to previous stages you have cleared. Nein. Any progress you have made on the current stage. But power items you have collected will be saved. Ja gut, ich mache das sowieso gleich Alt und F4. Ich mache jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Mal. Ciao.